Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf den Samstag wieder bei Buschis Borussia Clips dabei seid. Nach meiner ersten Reaction zu Ed Broski folgt jetzt die zweite. Ich würde auf 11 Freunde reagieren. Der Titel der Folge heißt Borussia am Scheideweg, stürzt Borussia ab? Fragezeichen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. Das werden wir jetzt gemeinsam machen. Und ihr kennt es, auf den Samstag. Wenn ihr mir eine Freude bereiten wollt, lasst ihr noch einen Daumen nach oben da. Und ein Abo ist kostenlos. Und damit unterstützt ihr mein kleines Format neben meinem Hauptkanal Buschis Borussia natürlich. Wie gesagt, ich habe die Folge noch nicht gesehen. Ilja Benesch kenne ich, also beziehungsweise kenne ich. Wir haben uns einmal ausgetauscht bezüglich meiner Bachelorarbeit. Fachlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich erwarte viel, Ilja. Du stehst sehr, sehr unter Druck. Ich habe nur das Intro übersprungen, weil das interessiert uns nicht. Wir fangen mit dem fachlichen Teil an. Und sie besprechen tatsächlich über alles. Also ich habe mir die Überschriften angeguckt und genug der Vorrede. Wir gehen rein. Ich werde mir meinen kulinarischen Werdegang, mein Frühstück genehmigen. Ist jetzt 10.20 Uhr bei mir. Könntest du wahrscheinlich so um ja, 12:30 sehen. Und ich freue mich. Ich gucke gerade nochmal, ob alles passt. Nicht, dass wir jetzt umsonst aufnehmen. Sollte alles passen. Und Abfahrt. Bist du hinweggekommen über den Abgang von Lars Stindl oder tut's noch weh? Lars Stindl tut krass weh, ja. Hat krass weh getan. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, man weiß, dass es für ihn die richtige und gute Entscheidung war. Und dann, ich habe neulich so einen Comedian gesehen aus den USA und der hat erzählt, wie er seine Freundin verloren hat auf der Highschool oder auf dem, was ist das, Universität? College. Auf dem College. Und er sagte, er hätte halt diese Freundin gehabt und die hätte sich dann irgendwann entschieden, mit dem Basketballstar des Colleges das Leben zu verbringen, statt mit ihm. Ja. Und er wäre dann immer über den Campus gelaufen und überall hätte... Oh, das ist bitter, ne? Das ist bitter, wenn sich eine Freundin verlässt für irgendeinen Star oder so. Das ist bitter. Aber ich würde für Helene Fischer auch alles geben. Der neue Boyfriend von seiner Ex hat Werbung gemacht fürs nächste College-Spiel und so. Er war halt der Star. Und jedes Mal, wenn er das Bild gesehen hat von diesem Typen, dachte er sich, alles richtig gemacht, Belinda. Und bei Lars Stindl denke ich auch so, ja, es tut natürlich weh, aber alles richtig gemacht, Lars. Möge er ein schönes und erfülltes Leben in der zweiten Liga beim KSC haben und dann glücklich in den Lebensabend übergleiten. Was sind so deine liebsten Lars Stindl-Momente? Florenz, falls dir das was sagt. Ja. Sagt dir das was? Ich habe es mir notiert. Erarbeitet. Hier steht Dreierpack in Florenz, Europa League 2017, 4-2 Sieg und weiterkommen. Richtig, es sah nicht gut aus, dann kam... Also wenn ich an Florenz denke, da kommen mir wirklich die Tränen. Das war einfach so, so geil. Stindl. Ja. Und das führt zu weit. Vor allem aber ist Lars Stindl ja so eine schöne Mischung gewesen aus, ich finde ihn ja auch sehr ästhetisch. Ja. Dann hat er so traditionelle Fußballwerte, die wir ja alle teilen, insbesondere hier, also pro Samstag 15:30 Uhr. Er guckt sich zu Hause immer Choreos an und singt dann mit und so und bildet sich da. Und gleichzeitig ist er aber auch ein richtiger Kernassi. Ja. Also ist ja auch einer, der so völlig übermotiviert an der Eckfahne wegkrätschen kann und dann den Schiedsrichterassistenten anbrüllt, was der sich jetzt erdreistet, die Fahne zu heben. Mhm. Ja. Wobei ich dann auch immer mich frage, das ist also bei ihm und bei Florian Kohfeldt, die ja immer so eine Pulsschlagader drin haben. Und ich mir denke, so wie die jetzt gerade den Mund aufreißen und so aufgebracht aussehen, müssen sie eigentlich Wörter sagen, für die es direkt rot gibt. Also das meinte absolut positiv mit Kernasi und das ist, glaube ich, auch das, was uns Fans so wirklich fehlt. Lars Stindl, dem hast du halt wirklich alles abgekauft. Ne? Der ist wie er sagt, an der Eckfahne hat er schon mal einen umgedonnert, hat sich aufgeregt. Der stand, ich glaube auch wirklich, dass er komplett sich mit den Fans identifiziert hat, die Choreos gefeiert hat, unsere Hymne gefeiert hat, alles drum und dran und das kannst du nicht ersetzen mit keinem Spieler diese Saison. Aber offensichtlich sagen sie ja nur so, niemals war das ein Foul. Das sehe ich ganz anders. Das sehe ich ganz anders, aber mit so einem heikigen Impetus, dass ich mir denke, das ist auch eine Leistung eigentlich. Ja. Weil wenn ich so aggriviert bin und aussehe, dann sage ich aber auch böse Sachen wie, du Puller. Mal schauen, ob du jetzt böse Sachen sagst, wenn ich dich auf folgendes Zitat anspreche. Du hast nämlich letztens, Jonas Hofmann gewechselt ist, auch einen schönen Text für elfreunde.de geschrieben. Und da drin schreibst du, die Stimmung rund um den Borussia-Park zum Ende der vergangenen Saison lag irgendwo zwischen Luft raus und Panik. Ja. Wie sieht's jetzt aus? Ja, ist interessant, was du sagst. Ich habe mir Gott sei Dank darüber Gedanken gemacht und kann antworten. Sehr gut. Also jetzt, wo wir ja zwei Neuzugänge verpflichtet haben in der letzten Woche. Ja. Frank Honorar, glaube ich, sagt man. Ja, ich glaube auch. Und offensichtlich gerade im Anflug der tschechische Wunderstürmer Tomáš. Kwankara. Ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so gebildet, was den... Also die Sendung war wohl kurz davor, wo Schwanchara vorgestellt worden ist und er hatte halt auch noch Probleme wie ich mit der Aussprache. Was die Aussprache anbelangt. Ja.
Ich glaube, es gibt so verschiedene Levels an Mindset gegenüber einer Saison bei der eigenen Mannschaft. Und oft ist es so, da kommt ein neuer Trainer, da kommen Neuzugänge und wenn du ein normaler Bundesligist bist, dann hast du als Fan eine Fantasie und denkst dir so, ja, das könnte passen und wahrscheinlich Champions League. So, egal welcher Verein es eigentlich ist. Ja. Und bei Gladbach war es jetzt schon so Panik. Und jetzt nach diesen zwei Neuzugängen würde ich sagen, nicht gerade eine Fantasie da, aber eine gewisse Neugier. Okay. So, und zwar die Neugier, wie könnte das passen? Und na, mal schauen. Irgendwas werden sie sich gedacht haben, aber was eigentlich? Ich meine, also, was ja gerade grundsätzlich passiert, ist ja, dass diese ganze, auch wenn das ja immer so ein aufgeblasenes Wort ist, die ganze Philosophie im Club einmal umgeworfen wird. Oder es soll jetzt deutlich mehr auf jüngere Spieler gesetzt werden. Wow. Also das beschreibt Ilja eigentlich ganz gut. Also du hast halt durch Honorar und Schwanscherer so ein bisschen wieder die Hoffnung. Also du hast so einfach so eine Idee, geil, junge, neue Spieler, beziehungsweise Honorar ist ja schon ein bisschen erfahrener, aber du hast halt so eine Idee. Und bei mir sorgt das immer für extremen Optimismus. Ilja schätzt das mehr auf einer fachlichen Ebene ein, sage ich mal, da ein bisschen abgekühlter. Und wir wissen alle, dass es schwer wird, glaube ich. Das will Ilja, glaube ich, auch damit sagen, ne? Weil wir ja viel Qualität verloren haben. Aber ja, bei mir zum Beispiel als Fan, durch die zwei Neuverpflichtungen war ich halt auch unheimlich gepusht und bin es immer noch. Und bin gespannt, Schwanscherer und Honorar hoffentlich heute gegen Saarbrücken zu sehen. Boah, das hatten die schon auch immer. Also dieses Mehrwert-Ding, dass du, es gibt dann immer so Vokabeln, die ja jeder Verein so für sich hat. In Berlin gibt es den Berliner Weg und du hast jetzt herausgefunden, hast mir gerade erzählt, was das vielleicht bedeuten kann und so. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, bin dann gespannt. Das zu lesen im Bundesliga-Sonderheft habe ich genau, gemacht, genau. Ja, sehr schön. Und bei Gladbach gibt es immer die Unterscheidung zwischen Basisspielern und Entwicklungsspielern und so weiter. Und es wurde ja schon immer drauf gesetzt, im Prinzip ein Spieler teuer verkaufen. Und dann einen Basisspieler und zwei Talente nachholen fürs Gleiche von dem Geld. Aber was ich spannend finde, weil auch in einem Text, den es im Bundesliga-Sonderhof geben wird, kommt Roland Wirkus zu Wort. In einem Text zu Borussia Mönchengladbach. Und er sagt... Hat er ja schon recht, ne? Wenn wir jetzt Schwanscherer und Honorar als Basisspieler betiteln und darauf dann, sage ich mal, Kia Rodia, Ulrich, Ranos mit Abstrichen Hackpass, würde das natürlich schon passen, ne? Mit diesen Basisspielern und Entwicklungsspielern. Auch, wir wollen jetzt deutlich mehr auf unsere eigene Jugend setzen. Seoane hat jetzt einen Co-Trainer an der Seite, der speziell dafür da ist, so die Jugendspieler oben an die Profis ranzuführen. Sag seinen Namen. Warte, ja, ich hab Guido Streichsbier. Guido Streichsbier. Schöne Grüße an Markus Feinbier. Falls Sie mal Gott, kennen. Stell dir mal vor, Treffen der Giganten. Streichsbier und Feinbier. Roundtable. Aber was ich ein bisschen, was mich überrascht hat in diesem Text, sagt Roland Wirkus auch, wir wollen jetzt eine Borussia-DNA entwickeln und auf eigene Jugend setzen und etwas mit Club-DNA, das erinnert mich an Hertha BSC und das ist für einen anderen Verein erstmal nie gut, würde ich sagen. Es ist auch so ein bisschen Quatsch, weil natürlich die gleichen Vokabeln hat Max Eber vorher auch gesagt und das Absurde ist ja, Roland Wirkus, King Rollo, Don Rollo wahlweise, war ja vor seiner Funktion als Sportdirektor was? Leiter Jugendkoordinator. Wie man das nennt, ne? Also fragt man sich jetzt schon, was er jetzt in 10 Jahre gemacht hat, dass da keiner hochgekommen ist. Wurde er so klein gehalten und so. Also, schwierig. Ist schon ein berechtigter Punkt, den Ilja da anspricht. Ne? Roland Wirkus war Jugendkoordinator und es ist faktisch einfach sehr, sehr wenig nachgekommen. Ne? Wenn du dir unsere Startelf jetzt mal anguckst, Omlin im Tor ist keiner aus Borussias Jugend, sagen wir mal Itakura, Elvedi, jung dazugekommen, aber auch keiner aus unserer Jugend, rechts Skelly oder Leiner. Links hast du Luca Netz, den eingekauft wurde, jetzt Ulrich, auf der 6 Weigel, Kone, möglicherweise Neuhaus, dann auf der 10, ja, wen stellen wir da auf, Player, links Hack, rechts Honorar, vorne Schwanscherer, hast du keinen mehr aus der Fohlen, Jugend in der Startelf. So wirklich durchlässig war es jetzt in letzter Zeit nicht. Wobei das Problem kennen ja viele Vereine. Je höher du spielst und agierst, desto schwieriger ist es halt für den Nachwuchs. Also klar, Hertha hat jetzt einfacher in der zweiten Liga einen eigenen Nachwuchs einzubinden. Ja. Das war ja in Stuttgart auch immer so. Ne? Die jungen Willen kamen immer nach irgendwelchen vermeintlichen Abstiegen und so. Naja, also so viel Neues ist da eigentlich nicht. Es war nur an der Zeit, das mal durchzumischen alles. Auch auf den Positionen dahinter, hast du es gerade gesagt, Streichspiel ist gekommen, dann der Sohn von Jörg Nils Schmatke, genau. Der Gladbach auch kennt, der war früher da im Internat als Spieler. Und auch schon mal ein Jahr Scout gewesen.
der Kader, wobei es halt bitter ist, weil, man muss es sagen, wie es ist, 75% der Tore der vergangenen Saison sind weg. Ja. Thüram, Stendl, Hofmann und Benzebaini, Top-Torschütze aktuell im Kader, Nico Elvedi mit 4 Treffern. Und der ist doch sogar auch noch so auf der... Und der und Florian Kippo. Neuhaus, das ist jetzt noch eine spannende Personalie in diesem Sommer. Ja. Florian Neuhaus und Nico Elvedi, die Verträge laufen aus im kommenden Sommer. Und man will auf jeden Fall vermeiden in Mönchengladbach, dass das passiert, was jetzt zuletzt halt viel zu oft passiert ist, dass Stammspieler mit hohem Marktwert dann einfach ablösefrei wegzwitschern. Aber, also, was ich nochmal sagen muss, so klar, 75% der Tore sind weg, aber diese Rechnung, die gefällt mir persönlich nicht, weil es wird damit immer insinuiert, klar, du wirst viel Qualität verlieren, aber es werden auch 4 neue Spieler dafür spielen, ne? Und dann muss man am Ende der Saison einfach mal die Rechnung aufmachen, wie viele Tore du dann wirklich verloren hast. Ne? Und es ist, warten wir es mal ab, aber tendenziell, klar, stimmt die Rechnung. Und Neues im RWD, ja, das geht mir. Also, dass sich das auch so lang hinzieht, sag doch einfach, ich bleib, verlängere nicht meinen Vertrag. Oder ich sag, ich bleib, verlängere meinen Vertrag. Oder ich sag, ich hau ab. Es gibt nur die 3 Optionen. Für uns wäre natürlich, also der Worst Case wäre, ich bleib, aber verlängere nicht. Ne? Das darf eigentlich nicht passieren. Hat ja wirklich auch ausgeschlossen. Aber für uns ist es schlecht, dass es sich so lange hinzieht. Lass uns vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Niemals. Wie ist denn Gladbach überhaupt da reingekommen in die Situation? Weil es ist ja noch nicht so lange her, dass man das Gefühl hat, da war Europa League eigentlich gesetzt, wenn es gut lief, Champions League, Markus Thuram neu da, geiles junges Team. Und auch letztes Jahr hatte man das Gefühl, man hat dann teilweise die Startelf gesehen vor dem Spiel und dachte sich, boah, da ist einiges an Qualität drin. 100%. Und da hat man sie aber spielen sehen und dachte... Absurd, ne? Ja. Aber das ist das Komische und auch das Schöne am Fußball. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, obwohl ich mich ja mit Mönchengladbach ganz besonders sehr intensiv auseinandersetze. Und das Komische ist, wir hatten ja vergangene Saison mit Daniel Farke einen Trainer, der von Anfang an immer ein Wort inflationär benutzt hat, Resilienz. Resilienz. Ja. Und ich sag mal so, wenn er es geschafft hätte, diese Resilienz in diese Mannschaft zu pumpen, wäre gut gewesen. Resilienz, das ist das Unwort des Jahres. Auf jeden Fall für Gladbach-Fans. Irgendwie nicht geschafft. Und dann war das Komische bei Farke, dass er permanent über einzelne Spieler dieser Mannschaft in den höchsten Tönen geschwärmt hat und ich auch jedes Mal dachte, ja, hat er recht so, ne? Ich meine, Markus Thuram geht jetzt nicht umsonst zu Inter Mailand und ist französischer Nationalspieler, was ja auch nicht so ganz geschenkt ist. Benzebaini zum BVB. Benzebaini ist ein mega Kicker. Ja. Lars Stindl und Hofmann, deutscher Nationalspieler, kannst immer so weitermachen. Das sind alles geile Kicker. Jan Sommer war ein mega Torhüter und so weiter. Und dann hat er aber trotzdem immer gesagt, ja, aber darf jetzt keiner erwarten, dass wir irgendwie besser als Platz 9 kommen. Also irgendwie passt es nicht zusammen. Und was man dazu sagen muss, dass er auch immer gesagt hat, ja, die haben schon viele Schlachten geschlagen, die sind satt, so sind gefühlt alt. Was ich nie verstanden habe, ein Player ist in seiner Prime vom Alter her, der war letztes Jahr 29 noch. Das war, diese Argumentation habe ich von Farke nie verstanden. Und warum es dann am Ende so ist, dass offensichtlich wirklich nicht viel mehr drin war, verstehe ich bis heute nicht. Irgendwie hat man, glaube ich, tatsächlich einen früheren Umbruch verpasst. Mhm. Die Mannschaft ist schon gut, die einzelnen Spieler waren schon gut und hatten an Sahnetagen auch drauf, Bayern 5-0 zu schlagen oder was. Ja. Aber sie waren halt auch nicht so gut, dass sie das konstant auf gegen Gegner, die sich hinten reinstellen und so. Das war oft auch recht hässlich. Und, also da war so eine gewisse Überheblichkeit. Ja. Die haben alle gedacht, wir sind ja eigentlich geile Kicker. Ja. Aber sie sind halt nicht so geile Kicker, dass sie bei Bayern München spielen könnten und die alle wegfiedeln, einfach nur, weil sie halt geile Kicker sind. Sondern da war irgendwie offensichtlich am Ende des Tages, man wehrt sich ja dagegen als Berichterstatter, das zu sagen. Aber wenn dann selbst Chris Kramer irgendwann sagt, dass die Mentalität irgendwie falsch ist, dann muss was dran sein. Insofern ist es eigentlich auch eine Chance, dass jetzt der Kader so auf links gedreht werden muss. Es ist halt nur so bitter, dass es die komplette Offensive ist. Also ich habe es in diesem Hofmann-Text geschrieben, es ist ein bisschen so, als wenn jetzt der Motor weg ist. Weißt du, die Defensive und Mittelfeld, das steht ja noch. Mhm. Du hast also im Prinzip noch das Chassis und die ganzen Airbags und die Sicherheitssysteme, alles noch da. Mhm. Aber vorne die Antriebseinheit, komplett weg. Und jetzt kaufst du dir ein paar neue Teile und du weißt aber nie, passen die zusammen, funktionieren die eigentlich? Schwierig. Hast du Angst? Nee, also vor dieser Saison, weil wir überschreiben ja dieses Themenfrühstück auch, Gladbach am Scheideweg stürzt die Borussia ab. Ja, aber ey, dann passiert's halt. Also ich meine, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ja. Meine schönste Erfahrung mit Borussia hatte ich irgendwie im Keller. Der Traurigkeit. Also weißt du, mein erstes Auswärtsspiel, Hans Meyer, St. Pauli, zweite Liga, war irgendwie schön. Also passiert, das Leben geht weiter, Liebe kennt keine Liga. Fällt mir noch eine Floskel ein? Ja, Liebe kennt keine Liga, Leben geht weiter. Ey, was heißt Angst? Ist doch egal. Also wirklich.
Ich will, also ich glaube auch in Gladbach, niemand, es ist ja unrealistisch, wir werden ja nie deutscher Meister. Mhm. Deutscher Meister werden ja nur zwei Vereine oder was, wenn aber überhaupt. Hast du's? Also Angst habe ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass unser Kader deutlich besser besetzt ist als, also von Darmstadt, Heidenheim, brauchen wir jetzt nicht reden, aber ich glaube auch als Köln, als Bremen, als Hoffenheim, als Augsburg. Das heißt nicht immer was. Ich gehe trotzdem extrem optimistisch in die neue Saison. Dass wir deutscher Meister werden, ist, glaube ich, wie Ilja sagt, ausgeschlossen. Aber mein großer Traum ist, was ich unbedingt noch erleben will, Pokalfinale in Berlin. Das wär wirklich noch mal mein absoluter Traum. Egal, ob wir es gewinnen oder nicht, das wäre dann das i-Tüpfelchen. Aber diesen Tag oder dieses Wochenende zu erleben, dass man ins Pokalfinale eingezogen ist, das wäre mein absoluter Gladbach-Traum. Und ich hoffe, dass ich das in meinem Leben noch erleben werde. Das Gefühl, dass die Erwartungshaltung sich über die letzten Jahre dann da auch verändert hat? Weil Europa war ja, wie gesagt, dann schon zeitweise hat man das Gefühl fast gegeben. Das stimmt. Ja. Ach ja, gute Frage. Ihr habt leider nicht auf alles eine Antwort. Das ist auch okay. Ich glaube tatsächlich, Rollo, mhm, ist übrigens auch so ein Ding, ne? Also Don Rollo. Ich habe neulich mal gelesen, solange die Fanbase sich über unseren Sportdirektor lustig macht, mhm, ist das nicht so ein gutes Zeichen. Okay. Aber eigentlich macht das ganz okay. Ja. Er redet eigentlich. Also ich glaube, also am Anfang vielleicht, aber mittlerweile glaube ich, muss man einfach sagen, dass Roland Wirkus, finde ich persönlich, einen sehr, sehr guten Job macht. Und ich sehe aktuell eigentlich, also wenn ich von Rollo spreche, dann ist das eigentlich voller Wertschätzung, dass er medienkompetenzmäßig wahrscheinlich nicht top aufgestellt ist, ganz klar. Dafür hat man jetzt Nils Schmadtke. Aber ich glaube nicht, also da würde ich Ilja auch widersprechen, dass sich die Fanszene darüber lustig macht. Stimmt aus meiner Sicht nicht. Oder nicht mehr. Ganz gut, und die Sachen, die er jetzt bisher gemacht hat, sind eigentlich auch ganz okay. Aber ist schon merkwürdig, dass man sich immer so ein bisschen lustig macht über Don Rollo. Jedenfalls, Don Rollo hat neulich gesagt, er glaube, dass die Gladbacher Fans honorieren, wenn eine Mannschaft auf dem Platz ist, die einfach für was steht. Und das, mhm, glaube ich, tatsächlich stimmt. Okay. Zumindest jetzt, nachdem man so ein bisschen geerdet wurde, weil die letzten drei Jahre halt einfach, drei, vier Jahre richtig, richtig mediocre waren. Ich meine, du hast dich neulich mir gegenüber aufgeregt, weil ich so gesagt habe, oh Gott, was los, Gladbach, irgendwie schwierig. Und dann kamst du mir mit so einem Meme von der Passion Christ, ich als Mel Gibson und links daneben der zerschundene Jesus. Als Schalke, Hertha, HSV-Fans. Ja. Klar, also geht immer schlimmer, aber dann habe ich gesagt, was sagen jetzt Westfalia-Herne-Anhänger? Ne? Das ist absolut richtig, aber wenn du sagst, die Leute hätten gerne eine Mannschaft, die für irgendwas steht, weil wenn ich hier in die Kommentare gucke, schreiben eigentlich auch gerade alle, hier fallen Wörter wie eine Söldnertruppe war das. Und oh, krass. Sich nicht mit dem Verein identifiziert, etc. Ja, sowas glaube ich immer nicht. Ne? Ich glaube, ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass Fußball zwar brutal einfach ist, mhm, ich habe ja auch so einen richtig abgrundtiefen Hass gegen so Taktik-Twitterer und so. Ne? Meinst du gegen inversive Außenverteidiger, die auch mal den Halbraum. Ich habe da keinen Hass gegen, aber das ist halt auch nicht so mein Milieu. Ne? So eine abknickende 6, im Raum bewegende 8er, wie er jetzt noch das Beispiel gemacht hat. Das ist halt, Fußball ist für mich immer noch, du hast deine Stärken, du hast deine Schwächen, da stelle ich dich auf als Trainer und dann geht's darum, das Runde ins Eckige zu bringen. Da bin ich komplett bei Ilja. Ballfern besetzen? Ja, das geht nach. Okay. Ich habe so einen richtigen, diese ganzen 2+3 Aufbau über Linie 1 und so. Leute. Ich glaube, heute höre ich auch immer mal wieder, weil ich gerne auch den Podcast von den Kollegen Niklas Levinson und Nico Heimer höre, 50+2. Und Niklas redet ganz gerne, benutzt das Wort, die spielen in einem Dreier-Setup hinten. Ja, gut. Ich war neulich bei Niklas und zwar vor 3 Tagen, weil er wohnt ja in der alten Wohnung meiner Frau und da war noch eine Lampe von ihm, von ihr. Und die musste ich jetzt mal abholen. Ja. Und dann stellte sich heraus, dass der wirklich überhaupt kein Werkzeug hat. Schwach. Das war, ja, gut. Niklas, hol dir mal ein Werkzeug? Wirklich? Ja, und er wusste nicht, was ein Seitenschneider ist. Freunde. Ihr wisst doch alle, was ein Seitenschneider ist, oder? Also das, wenn ich weiß, was ein Seitenschneider ist, verloren. Habe ich damals nicht aufgepasst bei der Auswahl des Praktikanten Niklas Levinson, wie ich mich hier an Dante klammere. Ganz, ganz übel. Ja, aber ist doch auch in Ordnung. Übrigens, wenn du Dante da gerade nochmal hast, vielleicht kurze Zwischenwerbung. Unser Kultformat 11 gegen 11 ist immer noch online. Tobi und Max stellen 2 Mannschaften zusammen aus den besten Südamerikanern, die jemals in der Bundesliga gespielt haben. Und ist Dante dabei? Hat es leider nicht in die Teams geschafft, muss man sagen. Bodenlos. Aber schaut doch da gerne nochmal rein. Dante. Was mich
trotzdem noch interessiert, weil du das auch in deinem Text geschrieben hast für die Seite und was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich den als Außenstehender auch total so als Gladbacher Identifikationsfigur wahrgenommen habe. Jonas Hofmann, sagst du, macht jetzt im Gegensatz zu Lars Stindl nicht so wirklich was mit dir? Bei mir. Ich habe das auch getwittert und habe dann von meiner Gladbach-Bubble viel Zustimmung bekommen, aber auch ein bisschen, also wie es immer so ist. Es gibt halt keine endgültige Wahrheit. Ja. Fanlager sind Gott sei Dank auch divers. Aber bei mir hat er irgendwie nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ist natürlich ein toller Spieler. Dann hast du zu Bayer Leverkusen? Das ist mir völlig wumpe. Also ich, ganz ehrlich, irgendwie, man weiß auch nie, was drinsteckt. Da fand ich auch Don Rollo merkwürdig, der wirklich noch am Tag der Entscheidung so bitterböse so ein Interview auf Borussia.de gab und sagte, ja, wir haben uns gestreckt und alle seine Forderungen erfüllt, aber er hat sich gegen uns entschieden. Und dann hat er nochmal nachgelegt, einen Tag später, und hat so gesagt, wir konnten den Vertrag voriges Jahr nur verlängern mit einer Ausstiegsklausel. Es ist bitter, wenn er sich an dieses Commitment ein Jahr später nicht mehr hält. Und dann denke ich so, hä? Also er hat sich komplett ans Commitment gehalten, weil das Commitment war, ich verlängere, aber halt mit einer Ausstiegsklausel. Ich glaube, Ilja weiß zu dem Zeitpunkt halt noch nicht, das war ja auch, glaube ich, für da noch nicht bekannt, dass Hofmann schon zugesagt hatte und dann telefonisch abgesagt hat. Ich habe immer noch, also ich kann es immer noch nicht so wirklich verstehen. Ja, Europa League hin oder her, mal gucken, ob er da bei Leverkusen gesetzt ist, aber das machst du einfach nicht, zusagen und dann auch noch per Telefon wieder absagen. Das wusste Ilja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist aus meiner Sicht unanständig und dafür gehört er ausgepfiffen am zweiten Spieltag. Habe ich gesabbert. Wobei er, glaube ich, auch bei so ein paar Leuten dann halt schlecht ankam. Er hat ja auch zum Beispiel bei uns im Interview gesagt, dass es ihn schon manchmal nervt, dieses Fußballgeschäft, dieses Schnelllebige. Und man sagt einmal das und dann ist am nächsten Tag das. Klar. Also 7,5 Jahre. Und wie gesagt, man steckt ja nie drin. Es will jetzt nicht ausschlachten, aber wir haben ja gestern alle mitbekommen, was bei Dele Alli los war. Ja. Und ich habe es auch im Text geschrieben, es ist totale Kaffeesatzleserei, aber Jonas Hofmann und seine Frau hatten ja eine Fehlgeburt. Ja. Und ey, ich weiß es nicht, manchmal brauchst du dann einfach einen Perspektivwechsel oder willst mal irgendwie raus aus dem gewohnten Umfeld, um irgendwie im Leben vielleicht nochmal wirklich sauber neu anzufangen. I don't know. Mhm. Wir wissen es nicht. Also ich finde, soll er machen, ist doch in Ordnung. Der hat ja 7,5 Jahre lang für uns gespielt, hat sich gut entwickelt. Der war ja am Anfang so einer, ne? Wo du immer schon gemerkt hast, der kann alles, aber kommt selten. Und am Ende ist er konstant geworden. Topscorer mit 22 Torbeteiligungen letztes Jahr. Ja, ich finde halt ein bisschen bitter, dass der nur 10 Millionen gebracht hat. Das finde ich ein bisschen wenig. Das kann ich verstehen. Wenn du überlegst, dass dieser neue Tomasz Kankara, dass der angeblich genauso viel kostet. Mhm. Und ich meine, ganz ehrlich, ihr habt doch nie von dem gehört. Der hat, glaube ich, eine Saison jetzt bei Sparta Prag gemacht. Ja. Ist jetzt mal Nationalspieler geworden. Aber ist das Kopfkino schon so ein bisschen an? Siehst du ihn schon so 13, 14 Hütten? Also natürlich habe ich gestern vielleicht 17 YouTube-Videos gesehen. Best of Skills and Goals, Welcome to Borussia. Ich frage mich halt immer, ja genau, das ist halt so merkwürdig, dass es sofort Welcome to Borussia gibt. Mhm. Ich finde ja, Borussia ist immer noch ein eher kleiner Verein, dass es dann bei YouTube sofort Welcome to Borussia gibt, aber zwei, dreimal. Ja, es gibt unheimlich viele. Ich finde halt bei diesen Videos vor allen Dingen interessiert mich eigentlich immer weniger, was der Spieler macht, sondern welche Musikauswahl es hat. Es sind ja ganz oft dann so hochgepitchte, super schnelle so elektronische Megapark, Trance-Sachen, das ist es ganz, ist nie ganz gute wild, Musik. Naja, aber ich bin, Kopfkino, ich meine, wenn ich Dante hier gerade habe, ne, als der gekommen ist, konnte wirklich niemand ahnen, dass der eine absolute Ikone wird im Borussia Park und dass der mit Bayern München Champions League-Sieger und mit Brasilien Nationalspieler wird und im WM-Halbfinale 7-1 auf die Das konnte wirklich niemand ahnen. Deswegen, ey, schwierig. Du kannst nicht, guck mal, dein Freund Marc Schwitzki, der mit mir zusammen manchmal beim RBB arbeitet, hat mir letzten Sommer einen vorgeschwärmt von Sunic und Ijuke. Mhm. Ijuke in Level, was Hertha normalerweise nicht kriegt. Unterschiedsspieler. Ey, und was war? Ja, wobei ich bei Ijuke schon noch sagen würde, der war ja auch, glaube ich, 4 Monate raus. In den Spielen, die er gespielt hat, war der schon ziemlich geil. Unterschiedsspieler weiß ich nicht, aber der war, was das Fußballerische anging, mega. Fand ich nie. Also Ijuke bei Hertha, ich fand, der hat einen komischen Bewegungsablauf gehabt. Der wird nie ein guter Kicker werden. Ja, Sunic kannst du knicken. Da können wir schnell einen Haken hintermachen. Das Absurde ist, dass Sunic ja einer ist, wo du denkst, der frisst halt alles auf und dann kam raus, er ist eigentlich eine faule Sau. Ja, wenn das so stimmt doch und auch einfach fußballerisch nicht auf dem Level gewesen. Aber lass uns nicht über Ivan Sunic reden. Lass uns nicht über den Ich will dich lieber noch fragen, Jonas Hofmann, 7,5 Jahre, Borussia Mönchengladbach. Bleibt nicht viel. Gerardo Seoane macht wie viele? Ja,
Also das ist natürlich die große Hoffnung, dass er jetzt mindestens 20 macht. Ja. Gary, der Gegelte. Ich liebe ihn. Ja? Ja, weil das ist so einer, du hast ja in der Bundesliga, also ich fand alle Trainerentscheidungen, die Gladbach in den letzten Jahren gemacht hat, haben für sich genommen Sinn gemacht. Mhm. Und keiner hat funktioniert. Das ist ein bisschen bitter. Mhm. Aber ich habe halt immer dafür geworben, dass du irgendjemanden von außerhalb holst, der Fantasie weckt. Also du musst ja, wenn du die Lücke zu den finanzstärkeren Vereinen nach oben schließen willst, musst du ja irgendwas anders machen. Es bringt dir ja nichts, wenn du jemanden holst, der in der Bundesliga irgendwie nachweislich das und das Level hat und dann bringst du den in deinen Verein und dann ist halt überschaubar, wie viel besser du bist oder was. Wenn du aber jemanden von außen holst und du denkst, so, ja vielleicht startet Gary bei uns seine Weltkarriere und der pusht uns mal so richtig. Mhm. Ich habe so ein bisschen Hoffnung. Ich bin natürlich aber auch, bei Leverkusen ist er auch entlassen worden am Ende. Ne? Er ist entlassen worden und dann saß unter Xabi Alonso auch ganz anders aus. Komisch. Ne? Ich glaube halt, dass bei Seoane ganz wichtig ist, dass du Spieler bekommst, die du normalerweise nicht bekommst. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch noch Fabian Rieder als Königstransfer kommen wird. Ich glaube, du hast Zugriff auf Spieler, die sonst schwierig wären zu bekommen für Borussia Mönchengladbach. Die Sprachen, dass er 6-7 Sprachen spricht, ist ein absolutes Plus. Der Guido Streisbier in Kombination ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Co-Trainer. Und das weckt halt diese Hoffnung und glaube ich, dass Gary auch sehr, sehr gut taktisch aufgestellt ist. Ne? Ja. Trotzdem fand ich den auch immer ganz geil. Ja, und man ist ja dann, man hängt sich ja an die kleinsten Dinge. Total. Man liest man danach, ja, was sagen eigentlich die Spieler jetzt über Gary aus Leverkusen? Alle total positiv, an ihm lag es nicht und ja, so. Ja, und du sagst, ja, puh, natürlich nicht. Nie gegen den Trainer. Und er kann ja auch 18 Sprachen und guck mal, wie gut er mit den Jungs ist. Und du liest im Prinzip jetzt bei allen Gladbach-Anhängern das Gleiche so. Ich habe mir geschworen, mich nach Daniel Farke nie wieder euphorisieren zu lassen von einem Trainer. Ja. Aber alle sind hyped. Das war Gary, ey, na klar. Aber ich verstehe halt überhaupt nicht, wie dieser Kader jetzt funktionieren soll, weil Tomáš Kvankara ist halt alles andere als ein Mittelstürmer. So, uns fehlt halt immer noch ein Mittelstürmer. Ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß es nicht. Also eigentlich müsste noch jemand kommen, glaube ich. Aber ich meine, dass man quasi dann für bestimmte Sachen sich sofort euphorisieren kann. Ist halt die Frage, ne? Wie du Tomáš Kvankara einsetzt. Ob du ihn über die Außen kommen lässt, wie Thüram in den Anfangsjahren oder ob du wirklich sagst, ey, der ist über 1,90, stell den vorne rein. Dann hast du Ranos, Player. Wenn du klassischen Mittelstürmer willst, Laie Unuachu, fertig. Kann und dann geil, doch wieder oder? Sagst, ja, es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Was soll man denn sonst machen? Ich sag's ja immer wieder, die schönste Zeit ist der Sommer, ist die Sommerpause. Sommer. Wenn, wenn der Kopf losgeht, das Kino an. Weil jetzt kann man sich die Ergebnisse noch so ein bisschen malen, wie man möchte. So. Und ich kann mir vorstellen, dass Florian Niederlechner doch nochmal 16 Hütten macht und Hertha wieder hochschießt. Ey, Gladbach, 6 Sieger aus den ersten 5 Spielen, ich sag's dir. Ja. Aber richtig, richtig easy. Würde mich mal interessieren, schreibt mal eure größten Träume für euren Verein hier in den Chat. Könnten wilde Sachen bei rauskommen. Was ich dich generell noch fragen wollte, weil ich mich, muss sagen, klar, der Abstieg war schon bitter, aber je öfter ich dann aufs Teilnehmerfeld der zweiten Liga geguckt habe, hast ich Bock, gedacht, boah, ne? Geil. Hast Bock. Da mal hin auswärts fahren und hier und da. Ja, und was hast du jetzt schon eingeloggt? Das also, bricht ja doch hier, jungen Leute. Eingeloggt ist auf jeden Fall zweimal Safe. Hamburg, will ich machen. Ich will mal nach Kiel, würde ich total gerne. Und soll sehr schön sein. Das glaube ich. Und ich meine, Hannover, Magdeburg, Braunschweig sind das ist halt alles um die Ecke. Bitter. Aber kommst halt schnell hin. Ja, aber Hannover war immer bitter. Ich finde Hannover Hannover war geil. Für weißt uns du, dass ich Hannover bitter. Noch nie über die 45. Minute hinaus auch nur annähernd nüchtern war im Stadion. Und ich glaube, es lag nicht nur an mir, sondern es hatte Gründe. Ja. Also Hannover würde ich dir abraten, mach's nicht. Ich war da schon dreimal und ich fand's immer super. Ich habe da ja aber auch 3 Jahre studiert. Ich hatte ja einen kurzen Weg. Was ist los? Ja, wie kann man das denn machen? Ey, dafür hast du dich aber gut gehalten. Und ich muss sagen, aber das darf ich nie zu laut, weil der Regisseur dieser Sendung sonst den Strom abdreht. Oh, Ropper ist schon am Schalter. Ich hatte da eine absolut fantastische Zeit. In Hannover. Ja, und was nicht nüchtern sein angeht, mein schönster Hannover-Auswärts-Blog-Moment war, ich war quasi, du bist ja bei Tonproblemen. Ja, genau. Ja. Und dann können unten auch noch Leute sein und wir haben welche vom Stadion kennengelernt, die auch schon gut was im Tee hatten und wir waren dann vorne irgendwie in der zweiten Reihe und haben die unten stehen sehen und die meinen, Jungs, guck mal, hier unten sind wir, meinten wir, ja und, was geht? Dann meinen die, hier, schau mal, haben wir mit reingenommen und haben uns so 2 kleine Jägermeister oben in den Oberrang geworfen und seitdem fahre ich immer gerne nach Hause. Geschichten nur der Fußball schreibt. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, ich freue mich richtig auf die zweite Liga. Verstehe ich. Hast du Bock auf die Bundesliga? Wenn man da auf die Tabelle guckt? Ich habe immer Bock auf die Bundesliga. Ja? Ich habe diesen Hass nie verstanden. Also klar, Meisterschaftskampf, pff,
Es ist ja so ein bisschen merkwürdig. Die große alte Sepp Herberger-Weisheit. Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ja. Wir reden jetzt gerade über Gladbach und sagen, krasse Wundertüte. Mhm. Also da stimmt es. De facto stimmt es natürlich nicht, weil wir wissen, wer Meister wird. Ja. Das wissen wir seit 11 Jahren und auch davor war es jetzt meistens, naja, wir wissen, wer Champions League-Sieger gewinnt, irgendeiner von den üblichen 6 Teams und so weiter. Mhm. Aber so im Kleinen, bei sich um die Ecke, irgendwo im Herzen, mhm, da ist halt vieles noch ungewiss. Und ich finde es geil. Also ich habe Bock irgendwie auf die ersten Spiele. Ich auch. Auch immer noch Konferenz gucken. Ja. Ich bin ja jetzt Papa und komme nicht viel raus, aber das gönne ich mir noch. Ja, das ist auch wichtig. Das ist innerfamiliär geklärt. Ja, machen ja kaum noch Leute. Das stimmt. Wie viele, warst du das letzte Mal Konferenz gucken irgendwann mal? Wann war das letzte Mal? Boah, weiß ich gar nicht. Also so, wenn Gladbach nicht spielt, gucke ich immer Konferenz. Ja, wenn ich gehe, ey, da sind 6 Hanseln. Ja. Was ist los? Was ist passiert? Aber ich lieb's. Aber, also, du stimmst, es gibt ja auch diesen großen Trauerchor von wegen, oh, da ist jetzt schon Hoffenheim und bla bla, jetzt kommt auch noch Heidenheim dazu und die Bundesliga verzwergt sich. Ja, aber gegen Heidenheim kann man doch eigentlich nichts sagen. Ist doch eigentlich auf dem Papier eine tolle Geschichte, oder? Nee? Ja, doch, klar, es ist schon, aber irgendwie, ja genau. Ja, ja. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf Heidenheim, Hoffenheim, Augsburg, Wolfsburg, Leverkusen, mhm, ist richtig. Okay, das wollte ich doch nicht hören. Ja, ist richtig, aber was willst du machen? Ich meine, für andere ist Hoffenheim halt ein Traditionsverein für irgendwelche jungen Leute, die 17 sind oder so. Boah, das ist krass. Das ja, ist, und die, ja, wenn wir denen sagen Eintracht Braunschweig, dann gucken die uns an und sagen, ja, Gesundheit oder was, ich weiß es nicht. Klar, ich meine, jeder hat doch eine andere Herkunft. Als ich angefangen habe, Bundesliga zu gucken, da spielten halt der FC Homburg mit diesen geilen London und Waldhof Mannheim war irgendwie, mhm, Wattenscheid. Davon, also das ist ja, klar, meine Bundesliga sah ja anders aus als deine und wahrscheinlich wiederum anders. Und natürlich Heidenheim, ja, ey. Pff. Kann aber auch, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo das liegt. Heidenheim, ich weiß nur, auf der Ostalb, auf der Schwäbischen Alb. Könntet ihr nicht mal so Wassertattoos machen von diesen Dingern? Wäre eigentlich geil. Das wäre geil. Dann könntest du auch, weil der hat es bei der 11 gegen 11 Folge reingeschafft, Juan Arango, glaube ich, bei Max ins Team. Auf der Hurricane der Karibik. Als, und ich zitiere ihn, Schienenspieler auf der linken Außenseite. Das ist totaler Quatsch. Also Juan Arango war wirklich vieles, aber kein Schienenspieler. Wobei der auch ein gutes Beispiel dafür ist. Der ist ja damals für 3,5 Millionen vom RCD Mallorca gekommen. Ja. Den hat dann natürlich auch keiner auf dem Schirm. Ja. Und dann absoluter Jahrhundertspieler. Zauberfuß. Also für Gladbach. Absolut. Absolute Granate. Ja. Ich möchte, dass ihr daraus Wassertattoos macht und dann wird dieses Format einfach so gemacht. Weißt du? Oh. Auch mal ein bisschen Nudity und Sex Health und so. Wir nehmen das mal auf. Ich spreche das mal mit Felix durch. Ja. Damit wir an den Views dann noch was machen können. Hast du sonst steile Thesen, Gedanken zu Bundesliga-Saison? Ich würde gerne mal wissen, was sagst du denn jetzt zu Gladbach? Ach, was ich zu Gladbach sage? Ja, so kurz und knapp. Also wie gesagt, ich fasse mal zusammen. 75% der Tore sind weg. Ja. Neuer Trainer, noch ein paar Unklarheiten. Klingt so. Wirklich nach Platz, klingt nach Platz 11. Wird nicht katastrophal, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gladbach gegen den Abstieg spielen wird. Ich glaube aber auch überhaupt nicht, dass es da um mehr geht. Aber andererseits kann so eine Saison vielleicht auch insofern gut tun, als dass dann Gary, wie du ihn nennst, ein bisschen Zeit kriegt. Don Rollo kann ein bisschen kochen. Robin Hack denkt man, die ersten 4 Saisontore, da legt er nächstes Jahr vielleicht nochmal 3 drauf. Hey, Robin Hack, bin ich mal gespannt. Ja? Ich auch. Weil Robin Hack, bevor er sich für Bielefeld entschieden hat, war schon mal auf dem Radar, wie man so schön sagt, von Borussia Mönchengladbach. Und damals war er noch U21-Nationalspieler und galt so als eigentlich ganz hoffnungsvoll. Mhm. Da hat er sich halt falsch entschieden und ist mit Bielefeld ja sukzessive in den Fahrstuhl. Mhm. Aber ich glaube, der hat eigentlich was drauf. Jo. Also ich würde mal sagen, neue Frisur, ein bisschen Geduld, dann kann es was werden. Ich glaube auch. Also Robin Hack erwarte ich, also der wirkt sehr, 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 sehr beweglich. Guten Abschluss, guten rechten Fuß. Da bin ich sehr drauf gespannt. Auch wo er eingesetzt wird. Ob er wirklich links eingesetzt wird, in einer zentraleren Position. Bin mal gespannt. Ich würd mich darauf festlegen, dass er zumindest über 8 Scorer-Punkte macht diese Saison. Mit Robin Hack. Und bei Gladbach ist es so, da sagen Leute zu Recht, wenn sie jetzt einen 22-Jährigen linksaußen mit seinen Qualitäten vorgestellt hätten, der nicht Robin Hack heißt, sondern irgendwie den gleichen Namen auf Französisch, Lack oder so. Robin Erk. Ja. Dann hätten alle sich, oh geil. Ja, ja. Nee, aber ich glaube bei Gladbach, das ist jetzt aber auch keine steile These, fetten Jahre sind so ein bisschen vorbei.
Ja, kann aber auch schnell wiederkommen. Also ich meine, am Ende des Tages ist das alles so dicht beieinander. Mhm. Wenn du da mal ein bisschen was richtig machst über 2 Jahre, bist du auch wieder oben. Ich meine, wie schnell ist Frankfurt nach oben gespült worden? Das ist allerdings wie schnell hat sich Union nach oben reingesetzt? Ja. Und jetzt, das ist leider auch wahr. Jetzt können die irgendwie Spielertransfers wuppen, wo du denkst, hä? Ja. Das kann doch nicht alles von der Startprämie der Champions League querfinanziert sein. Also es geht schon relativ schnell. Und noch ist das Fundament von Borussia ja relativ stark. Also die haben ja immer noch eine hohe Eigenkapitalquote, irgendwie 60 Millionen auf der Kante und so, bla bla bla. Manche andere Vereine wären da auch ziemlich neidisch. Eben. Man muss mal ganz ehrlich sagen, bei all den Schwarzmalern, viele andere Vereine wären, glaube ich, immer noch neidisch auf Borussia Mönchengladbach. Und was die Bundesliga anbelangt, ich bin krass gespannt auf Union tatsächlich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das immer so weitergeht. Es muss irgendwann mal, es geht doch, also es, oder? Ich meine, sie sind jetzt in der Champions League, der nächsthöhere Schritt, es gibt nur noch einen. Ja, der nächste Schritt wäre das Bestätigen und in der Champions League halt nicht mit 0 Punkten rausfliegen. Ja. Was ich jetzt erstmal glauben würde. Aber ich habe halt auch nicht gedacht, dass die in der Europa League irgendwie was reißen und in der Bundesliga über Platz 9 kommen. Ja, und was ich einfach an dieser ganzen Union-Sache, ich habe es letztens mal nachgeguckt, was ich daran so völlig wahnwitzig finde, wenn man sich das nochmal verallgemeinert, die ersten 6 Bundesligaspiele dieser Saison. Ja. Mainz, Darmstadt, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Heidenheim. Okay, sind jetzt nicht alles so die Knaller, aber dazwischen kommt halt vielleicht Real Madrid oder, weiß ich nicht, der FC Liverpool oder keine Ahnung. Das ist... Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Ich kann es eigentlich nicht fassen, was sie da leisten seit den... Es ist auch so ein ambivalentes Verhältnis. Also du jetzt als Herr Tana sowieso, aber es ist ja auch, die machen es einem oft ja auch nicht leicht. Sagst du? Ja, so mit Äußerungen drumherum, diese ganzen, nee, bei uns wird nicht gegendert und vegane Wurst gibt es schon mal gar nicht. Und och, irgendwie manchmal ist auch schwierig. Aber sie machen natürlich auch vieles super richtig. Es ist interessant. Und wie die das jetzt da sportlich machen, keine Ahnung. Irgendwann muss Oliver Runert auch mal so richtig in die Kacke greifen. Es kann nicht sein, dass der jetzt immer wieder so, ich verstehe es nicht. Und Urs Fischer, okay, also, ja, es macht mich fassungslos. Sehr gespannt bin ich auch, was Bundesliga angeht. Gino Topmöller wird scheitern. Glaubst du? Ich wollte nämlich gerade sagen, auf Eintracht Frankfurt, ja, weil ich finde, Giri ist super, Koch ist super, Jessica Gangkamp wünscht das Allerbeste. Das war's mit der Gladbach-Thematik. Jetzt wird so rübergeschwankt zu Eintracht Frankfurt. Ja, ich würde sagen, Daumen nach oben für das Video. War sehr gut. Ihr könnt gerne mal rübergehen, auch einen Daumen für die Jungs da lassen. Ja, war ein sehr gutes Video. Deutlich, deutlich inhaltlicher als die Ed Broski Show, das muss man schon sagen. Ja, würde ich fast zu allem zustimmen, was da gesagt wurde, mit ein paar, ein, zwei Einschränkungen, die ich gemacht habe. Hat mir wieder riesen Freude gemacht, das Format. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, auf welches Video ich demnächst reagieren soll. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich ein erfolgreiches Testspiel unserer Borussia und macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.